Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 785. Eichkugelwanderung am Sonntag, dem 15. Mai 2022. Sie sehen, ich bin dort, wo der Wanderer hingehört, am Eichkugel, hier das Gipfelplateau. Hier auf der anderen Seite hat man noch den Anhänger. Hier unten rauscht, nein, es rauscht nicht der Bach aus der Pastoralsinfonie von Beethoven. Es ist das Rauschen der Südautobahn, vermischt sich ein bisschen auch mit dem Fluglärm der Flugzeuge, aber es kommt schon hin als das Murmeln des Baches. Und die Vöglein um mich herum, die hören Sie ja selbst. Ja, der 15. Mai, ein Tag von zwei bedeutenden Friedensschlüssen. Auf der einen Seite, wir sind ja schon drüber gewandert, 15. Mai 1955, der österreichische Staatsvertrag. Österreich wird wieder ein freies, unabhängiges, souveränes Land mit immerwährender Neutralität, wie es in diesem Vertrag heißt. In Zeiten, in denen wir gerade leben, wird klar, was so ein Vertrag bedeutet und was so ein Vertrag bewirken kann, wie dankbar wir eigentlich all die Jahre, Jahrzehnte sein durften, sollten, mussten, konnten, so einen Vertrag zu haben, der unseren Staat darstellt und garantiert. Ja, und am 15. Mai 1648 wurde auch ein großes kriegerisches Ereignis beendet durch den Vertrag von Münster. Wir nennen es im Deutschen den Westfälischen Frieden und im Englischen oder in anderen Sprachen ist es der Friedensschluss von Münster und Osnabrück. Am 15. Mai 1648 war die Unterzeichnung des Friedens im Wappensaal von Münster. Ja, was ist Frieden, was ist Krieg? In unseren Tagen ein ganz oft gestelltes Problem. Und wie verhalten wir uns? Wie sind wir dorthin gekommen? Wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder heraus? Mit diesen Gedanken gehe ich heute über den Eichkugel, genieße trotz allem das Frühjahr. Die heutige Heißheilige, die heilige Sophie, hat Gott sei Dank wieder ein bisschen Nachsicht mit den Wanderern und Bienen hier am Eichkugel. Es ist ein schöner, warmer Frühlingsabend. Es ist der Sonnenuntergang, der sich schon vorbereitet. Und die Temperaturen waren frühlingshaft, die Wiesen stehen hoch und die Bienen freuen sich und kümmern sich im Moment sehr wenig um Krieg. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen nachdenklichen Sonntagabend am 15. Mai.